Zahnfleisch. Was ist Zahnfleisch? Das Zahnfleisch, lateinisch gingiva, ist ein Teil der Mundschleimhaut. Es bedeckt den Kiefer und die Zahnhälse und ist in Richtung des Zahnes eingestülpt. Gesundes Zahnfleisch sitzt eng am Zahnhals, ist blassrosa und blutet auf Druck nicht. Es kann außerdem nicht nachgebildet werden. Der Übergang zwischen Zahnfleisch und Zahn ist eine heikle Stelle, denn hier können Bakterien eindringen und zu Entzündungen führen. Gingivitis beispielsweise ist eine solche Entzündung am Rande des Zahnfleischs. Bei der Parodontitis kommt es zu einem irreversiblen Schwund des Zahnfleischs. Eine unbehandelte Parodontitis kann sich bis ins Kiefer fortsetzen und zu Verlust von Zähnen führen.